So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's Bullboss aus dem Tradenforum traden.de. Wir schauen uns an, was wir kommende Woche handeln möchten. Und es gibt einen kleinen Teaser. Der Teaser ist nämlich, wir bauen ein Bullpower-Template für TradingView, weil sehr viele handeln sehr gerne direkt über TradingView oder analysieren die Charts auch gerne über TradingView. Deswegen dachten wir mal, es wird höchste Zeit, das Template für TradingView zu bauen. Dann hat man die Option und kann man sich entscheiden zwischen MetaTrader und TradingView, beziehungsweise, ja, man kann beides nutzen. Und ich zeige euch gleich einen kleinen Spoiler zum Ende des Videos hin. Denn wir haben hier schon die Indikatoren sehr fortgeschritten, fast fertig. Ja. So, genau, jetzt gucken wir uns aber erstmal hier die Analyse für kommende Woche an. Und zwar machen wir das hier mit den COT-Daten. Die haben wir gerade aktualisiert und ausgewertet. Die sind von Freitag, von vorgestern. Gestern wurden die veröffentlicht. Und ja, weiterhin Nasdaq Short, selbstverständlich. Wir sind immer noch im Bullenmarkt. Und ich werde Ausschau halten nach Nasdaq Short Trades. Damit bin ich sehr gut gefahren. Ich hab hier noch einen offenen Trade bei 21.000 Euro plus. Der war schon bei 25.000 plus. Wir sind jetzt wieder unter 180.000 gerutscht. Ja, das fixen wir jetzt aber wieder diese Woche, hoffentlich. Genau, dann schauen wir mal hier die COT-Daten. Was haben wir denn Schönes? Kurioserweise auch passiert sehr selten. S&P 500 Long, Nasdaq Short. Ich bleibe auf jeden Fall, ich schwimme mit der Welle mit, bleib mit dem Trend und suche Nasdaq Short Trades. Ich sehe hier noch kein Boden, der gebildet wurde im Nasdaq. So, gucken wir mal hier kurz im Nasdaq rein. Wir hatten eine Aufwärtsbewegung die letzten zwei, nee, den letzten Tag eigentlich nur. Und wir sind ins Grüne gewechselt. Wir haben jetzt eine kleine Korrektur. Und ich warte hier ab, bis wir spätestens hier an diese Unterstützung kommen vom letzten Hoch. Beziehungsweise von den letzten Hochs. Sollten wir hier an diesen Widerstand ankommen, an diese rote Linie oben am Trendkanal, das ist für mich ein wunderschöner Spot, um zu shorten. Mal gucken, ob das morgen passiert oder übermorgen. Das wäre wunderbar. Wenn er sofort fällt, wäre auch nicht schlimm. Ich bin ja mit dem Nasdaq Langzeittrade immer noch short. Was haben wir hier noch in den COT-Daten? Öl, Long. Empfehlung haben wir rausgehauen. Also wir suchen auch Long Trades im Öl. Und Schweizer Franken haben wir ein Short-Signal. Da könnte man Euro, Schweizer Franken, Long Trades suchen. Denn ja, Euro ist mit unserer COT-Datenauswertung am stärksten. So, ja, das war's eigentlich auch schon. Jetzt komme ich zum kleinen Teaser vom Bullpower Template TradingView. Ich hoffe, ihr freut euch auch so sehr drauf wie ich. Hier haben wir mal den Bitcoin geöffnet. Das ist hier so der einzige Chart, der gerade noch so funktioniert am Wochenende mit den Kryptowährungen. Weil die Börse ist ja geschlossen. Alles andere ist ja gerade nicht handelbar. Kryptowährungen sind handelbar. Und ja, dann gucken wir mal. Ich spoiler mal ein oder zwei Indikatoren. Ja, guck mal, komm. Öffnen wir mal den Trendkanal. So, da ist er. Ich freue mich riesig. So sieht das Ganze aus. Ja, komm, Moving Average spoiler ich auch mal. So sieht das Ganze aus. Exakt wie im MetaTrader. Und die anderen Indikatoren und eine richtig offizielle Vorstellung, ein großes Video mache ich noch, wenn das dann alles fertig ist. Freut euch drauf. Und ja, die Bedingung hier bei. Gut, dann freue ich mich morgen auf den morgigen Handelstag und ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht und bis dann. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt. Abonniert mich, ich freue mich. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von TradingView Template, was ihr davon haltet.